Willkommen zurück beim Let's Play Burn Time. Wir haben, ja, weil ich hier ein bisschen Scheiße gebaut habe, einen kleinen Zeitsprung gemacht auf den 294. Tag. Ich habe ein paar Videoaufnahmen verdröselt und den letzten Speicherstand ebenfalls. Das ist natürlich super doof und tut mir ganz doll leid, aber es ist nicht ganz so viel passiert. Okay, ein paar Sachen sind schon passiert, deswegen werde ich einen kurzen Rückschau kurz geben, was wir gemacht haben, beziehungsweise was ich gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich habe mein Einflussgebiet hier nach Südosten ausgeweitet. Die Grenze hier ist durchgebrochen von dem Grauen. Er hat das Kloster, Dogshit City, Left End, die Höhlen eingenommen. Aber gleichzeitig habe ich das große Glück, den Roten hier vielleicht bald ausschalten zu können, was aber leider nicht ganz viel bringt, weil er hat da irgendwie ja schon gar nichts mehr. Was irgendwie doof ist. Naja, gut. Auf jeden Fall. Stoveland wurde erobert. Und es werden fleißig Sachen produziert. Ich bin einigermaßen gut ausgestattet mit meinem Kämpfer mit Gasmaske, Fleisch, genügend Nahrung, genügend Wasser. Alles quasi im Überfluss vorhanden, momentan. Und ich schau mal, wie ich so weiterkomme. Ja, wenigstens hat es dann auch ein wenig die Zeit gestreckt. Gut, erstmal schauen, was der Kollege hier vorhat. Mein momentaner Plan sieht so aus, dass ich hoffe, dass der Rote sich auf diesen Weg hier begibt. Und dann werde ich nach Deathtown reisen, mit dem Typ mit der Gasmaske diese Stadt einnehmen. Und dann werde ich ihn hier zwischen einsperren und hoffen, dass er stirbt, bevor ich sterbe. So, noch ein paar Sachen hier mitnehmen. Ich habe auch noch fleißig ein paar Händler getötet in der Zwischenzeit mal. Und somit mir einen kleinen Vorteil ergattert, aber das muss sein. Jetzt einfach ein bisschen erstmal hin und her reisen. Ich sag, meine große Hoffnung ist ja eigentlich, dass der Blaue sich ebenfalls hier auf den Weg macht. Dann könnte ich beide gleichzeitig ausschalten. Das wäre echt klasse. Aber mal schauen, was passiert. So. Immer schön hin und her und darauf achten, dass genügend Wasser da ist für alles. Ein Händler. Hallo. Check the Napper. Nichts Interessantes dabei. Trotzdem bedanken wir uns. Schwupp. Niam, niam. Wieder was trinken. Und jetzt werde ich einfach 2 Tage einfach so in der Stadt warten. Und schauen, was der Typ dort macht. Nächster. Oh. Okay, besser kann es natürlich nicht laufen. Ich werde aber trotzdem hier noch jemanden anheuern. Oh. Hast du vielleicht ein paar Mutanten gesehen? Nein, Kollege. Neuigkeiten. Nehme ich ihn ab? Nein. Guter Tipp, guter Tipp. Besonders auf dich, oder? Und deinen Freund, Kollegen. Egal, ist dein Job. Okay, hier hast du etwas Fleisch. Ich will nämlich nicht, dass er mir diese Stadt unterwegs wegnimmt. Das wäre ziemlich ungünstig. Nimmt hier noch eine Mistgabel mit und wird zum Lager bestellt. Ach, versuche ich mal neue Techniker, nachdem der andere ein wenig gestorben ist. Genauso wie einige andere Leute. Aber ja, jetzt geht's um die Wurst. Nach Deathtown. Ich verliere ihr Lebensenergie, weil CO2-Vergiftung. Keine gute Qualität hier. Nessa bleibt hier. Ebenfalls hier. Und jetzt können wir vielleicht den Tod von 2 Gegnern erleben. In nicht allzu ferner Zeit. Und zurückreisen. Oh, wo kommt er denn her, der Graue? Der Graue ist hier auch noch unterwegs. Das könnte das Spiel ja schon relativ früh entscheiden. Das wäre natürlich doof, wenn jetzt, nachdem ich so viel Material verloren habe, jetzt das Spiel plötzlich so schnell vorbei ist. Aber, erstmal die beiden hier schauen, was die beiden erledigen. Oder wie schnell sich die beiden erledigen lassen. Oh. Mann.
Martin ist von uns gegangen. Einer weg. Einer weg, den Roten hat's erwischt. Yippie. Der Graue wird wohl noch ein bisschen länger brauchen. Oh, ein Stück Draht. Das will ich haben. So. Oh, jetzt mein Techniker zerlegt. Ja, mein Techniker zerlegt. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht klug wäre jetzt. Ob es nicht eventuell jetzt klug wäre, einen weiteren. Wow. Diese Stadt zieht echt fiese Leute an. Deins nicht, ja. Kurzen habe ich, oder wir, haben wir einen Händler getroffen. Wir haben schöne Sachen dabei. Schrauben, Flaschen, Seile, Wohnteile. Immer von Körben erzählt mit jemandem. Ja, habe ich schon. Sein Job. Fleisch. Ich bin fast Kämpfer. Ja. Schläge auf den Kopf wirken nicht so gut, oder? Jetzt bin ich wahrscheinlich bald bekannt für die Armee der Hässlichen oder sowas. Ich weiß es nicht, was das soll. Ich nehme die auch nochmal mit. Und hoffe mal, dass der... So. Und Marion hat es auch... Oh, eine Frau. Ja, das tut mir natürlich leid, dass der blau eine Frau war. Auf jeden Fall, Marion hat es ebenfalls zerlegt. Chuck, zeig, was du hast. Nichts Tolles. Aber trotzdem brauche ich kurz etwas zu essen und Wasser. Wasser vor allem. So, bevor ich jetzt an den gemeinen Dämpfen und Gasen hier sterbe. Ja, gut, die haben mir die Stadt da oben jetzt auch schon wieder weggenommen. Aber das macht die ganze Geschichte jetzt natürlich schon wesentlich leichter, wenn man zwei Gegner getötet hat. Ich muss jetzt einen neuen Techniker besorgen, damit ich hier mal wieder die ganzen Sachen bestücken kann. Zwei davon. Und Ratten nehme ich auch noch mit. Und dann würde ich mal sagen, dem Grauen hinterher. Weil Deadwood muss ich wieder haben. Dort wird mein Fleisch produziert. Okay. Grauer Typ. Das wirst du bereuen, was du getan hast. Mit seinem Job. Fleisch. Du wirst du... Bin gut im Hunger. Ja klar, hau rein. So, vielleicht gehe ich noch kurz zum Arzt, wenn ich mir das leisten kann. Und lass mich zusammenflicken. Klick. Nahrung, ja. Er hat vielleicht nicht genug Nahrung dabei, aber wenigstens ein bisschen schon mal hoch nach Deadwood. Zwei Händler. Monkey und Sharky. Ganz interessante Sachen, aber... Oh, um den Stützpunkt zu setzen, müssen wir noch jemanden... Ja klar, dafür bist du ja hier. Master ist aus dem Weg zu räumen. Dum dum. Das ist heute Tag der seltsamen Leute. Zack, er hat's den... Master erledigt. Unser Freund hat sogar noch relativ gut überstanden. Ja, es tut mir natürlich echt leid, dass jetzt einige Sachen quasi 100 Tage verloren gegangen sind, aber was soll man machen? Ja gut, so einen Scheiß nicht machen. Kaputtes Video produzieren, weil DOSBox abstürzt und dann... Na, sind auch alles hier nur Ausreden. Ich weiß. Aber... Das war höhere Gewalt, wirklich. Gut. Kurz noch die Feldflasche auffüllen. Noch ein Stück Fleisch mitnehmen. Jetzt muss ich mal schauen, was ich mit dem Grauen mache. Der hängt ja relativ gut schon. Daher, ja, das gefällt mir auch, dass er dahin geht. Und nirgendwo anders.
Kurz nochmal schauen, was die Händler haben und dann Schlangenkorb. Das ist aber auch das Wucher alles hier. Ist ja schrecklich. Ja gut, dann war's das für das 9. Video mit etwas Time Warp drin. Und gleich geht's weiter.